Jetzt, wo ich endlich wieder fit bin, gibt es nicht nur wieder einen Vlog nachher auf dem Reisekanal. Es gab ja auch schon eine Eilmeldung auf dem Reisekanal. Ihr wisst, dieser hier wird nach wie vor massiv technisch zensiert. Sondern es geht, wie gehabt, auch auf dem Kanal natürlich weiter. Es gibt jetzt endlich auch hier wieder was zu sehen, denn ich habe ja eigentlich angekündigt, ich werde jetzt beide parallel spielen, bedienen, weil Nachrichten haben wir ja genug. Und ja, die letzte Woche habt ihr alle mitbekommen, die auf dem Reisekanal sind, konnte ich kaum reden. Ziemlich blöde Mandelentzündung, war dann doch relativ schnell weg mit Ingwer, mit Salbeitee, Honig, Kurkuma und schwarzem Pfeffer. Ohne, dass ich irgendwo zum Arzt rennen musste oder sonstiges. Mir geht's wieder bestens, ich kann wieder reden. Und das heißt, jetzt gibt's auch endlich wieder Videos auf diesem Kanal. So, und hier haben wir was Lustiges fürs Erste. Was heißt fürs Erste? Auf dem Kanal geht's dann morgen erst weiter, aber nachher gibt's ja noch einen Vlog. Wir haben was Lustiges aus Hamburg, denn ihr alle kennt ja noch das Pimmelgate. Worum ging's? Der Innensenator Grote von der SPD, der hat sich da ein bisschen was Blödes auf Twitter geleistet. Der hat sich nämlich darüber echauffiert im Mai, dass Menschen tatsächlich den sich anbahnenden Sommer genutzt haben, um draußen im Freien gemeinsam zu feiern. Das Normalste auf der Welt. Der hat sich der Andi drüber aufgeregt, der Pimmel-Andi, denn how dare you, Zombie, Zombie, Zombie. Eben jener Pimmel-Andi hat allerdings selbst nicht sonderlich viel auf Zombie, Zombie, Zombie gegeben, denn der ist vorher bereits dabei erwischt worden, wie er illegal mit 30 Leuten zu Hause gefeiert hat. So, das fanden natürlich die Hamburger alle jetzt auch nicht ganz so geil. Sie wurden auf Twitter beleidigt, bepöbelt. How dare you? Wie können die denn so dumm sein und da draußen zusammenkommen? Und dann haben sie ihn nett darauf hingewiesen, Moment, Andi, du hast doch da illegal gefeiert. Und einer der aufgebrachten, der empörten Twitter-Nutzer hat unter den entsprechenden Tweet vom Andi Grote geschrieben, du bist so eins Pimmel, also so ein Pimmel. So, daraufhin hat sich der Andi offensichtlich arg beleidigt gefühlt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht keinen Pimmel hat oder kleinen Pimmel hat, dass ihm das so, ist mir auch egal. Offensichtlich hat er da ein Problem damit gehabt, das Wort Pimmel in Verbindung mit seinem Namen zu sehen, hat Anzeige erstattet und ein halbes Jahr später ist dann die Staatsgewalt mit, ich glaube, 6 Beamten bei dem Twitter-Nutzer eingeritten. Ich glaube, sogar bei dessen Ex-Freundin noch. Also haben wir auch noch irgendwie die falsche Wohnung hochgenommen. Ganz komische Geschichte. Haben da die Bude auf den Kopf gestellt, um Beweise dafür zu finden, dass er den bösen Kommentar geschrieben hat. Lebten auch kleine Kinder in der Wohnung. Ich glaube, 2 kleine Kinder waren anwesend, wo als die Polizei eingeritten kam und wegen dem Kommentar, du bist so ein Pimmel, da die Wohnung durchsucht hat. So, und das hat natürlich Diskussionen aufgerufen. Moment, wo bleibt denn da die Verhältnismäßigkeit? Denn natürlich, Beleidigungen an sich ist logischerweise justiziabel, ist klar. Die Frage ist nur, der Satz, du bist so ein Andi, du bist so ein Pimmel. Also da fehlt als Erstes ja schon mal der Beleidigungsempfänger so ein Stück weit. Gut, da kommen wir jetzt gleich noch zu, das ist nämlich dann schon die nächste Geschichte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Gericht dieser Welt den Satz, du bist so ein Pimmel, als irgendwo strafbar oder strafrechtlich relevant ansehen würde, sofern es nicht vom Andi entsprechend bepimmelt wurde vorher. Naja, blöde Geschichte. Kleiner Witz am Rande. So, das war der ausschlaggebende oder das war der Anlass des Pimmelgates in Hamburg. Die Hausdurchsuchung bei einem, naja, bei einem verärgerten Twitter-Nutzer, der es nicht ganz so geil fand, dass er und viele andere Hamburger beschimpft wurden, sich haben beschimpfen lassen müssen, weil sie bei schönem Wetter draußen gemeinsam Zeit verbringen, während der Andi selbst da es krachen lässt auf der Homeparty. So. Nachdem dann die Durchsuchung relativ hohe Wellen geschlagen hat, im Internet massiv kritisiert wurde, also durch alle Fraktionen, jetzt nicht auf den politischen Bereich beschränkt, nachdem das nun geschehen war, hat sich dann in Hamburg das Pimmelgate so richtig schön manifestiert. Da sind nämlich dann die ersten Pimmelaufkleber aufgetaucht. Jetzt nicht irgendwie was Anstößiges mit einem abgebildeten Pimmel oder so, nee. Gelbe, runde Aufkleber, auf denen eben jener Satz stand, Andi, du bist so ein Pimmel. Die hat man dann verteilt in Hamburg im näheren Umfeld der Wohnung des besagten Andis, woraufhin dieser die Polizei losgeschickt hat, um die Aufkleber abzukratzen. Ja, die Hamburger Polizei hatte offensichtlich nichts Besseres zu tun, als durch Hamburg zu ziehen, Soko-Sticker und dann Aufkleber mit der Aufschrift, du bist so ein Pimmel, wegzukratzen. Also wer mal durch Hamburg gelaufen ist, der weiß, da ist alles voll Aufkleber, viele politischer Extremismus und so weiter und so fort. Die interessieren keine Sau, da kommt keine Polizei und kratzt den Scheiß ab. Aber wenn da drauf steht, Andi, du bist so ein Pimmel, dann reiten die Polizisten in Hamburg los, dann laufen sie auf, um die Laternen abzuputzen. Es ist eine reine Farce. Zumal Hamburg ja nun wirklich auch mit dem politischen Extremismus ganz andere Baustellen hat, wo die Polizei, naja, stärker notwendig wäre, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, damit könnte man jetzt meinen, ist das Pimmelgate vielleicht beendet, Aufkleber abgekratzt, alles fertig, aber weit gefehlt, denn die Urheber der Pimmelsticker, die haben sich nicht einfach klein beigegeben. Die haben die nächste Runde Pimmelsticker aufgeklebt. Und dann haben sie ebenfalls eine Fassade von so einem
von so einem linksextremistischen Gebäude. Auch relativ großflächig mit der Aufschrift: Andi, du bist so ein Pimmelverzieher. Die haben also eine Hauswand damit beschriftet. Immerhin die eigene und keine fremde. Da kann man auch sagen, sollen sie an ihre Hauswand schmieren, was sie wollen. An der Stelle fand ich das sogar ziemlich genial. Also jetzt nicht, dass ich die Extremistenbrutstätte gut finde. Im Gegenteil, da gibt es mit Sicherheit einiges zu tun für die Polizei. Aber das fand ich wirklich göttlich, weil das diese massive Unverhältnismäßigkeit wundervoll auf den Punkt bringt. So, also die Hausfassade wurde nun mit "Du bist so ein Pimmel" beschriftet. Das fand der Andi auch wieder nicht so geil. Und was hat die Polizei dann machen müssen? Was hat man dann mit der Staatsgewalt gemacht? Man hat sie missbraucht. Zum Wendestreichen. Sie mussten eben jenen Schriftzug dann schwarz übermalen. Da ist die Polizei dann eingeritten, eine fremde Fassade wohlgemerkt. Also es ist ja wohl jedermanns eigene Angelegenheit, was man auf seine Hauswand schreibt, solange kein Denkmalschutz vorhanden ist. Die Polizei musste anrücken, um den Schriftzug zu übermalen, weil sich der Andi so in seinem Ego gekränkt gefühlt hat. Und jetzt sind wir spätestens an der Stelle, wo bei der angeblichen Beleidigung der Beleidigungsempfänger fehlt. Denn man könnte bei Twitter noch argumentieren, ja, es wurde ja unter dem Tweet gepostet und da ist ja der Bezug zum Tweet-Urheber und so. Da könnte man mit viel, viel, viel Schieberei und Dreherei vielleicht irgendwie wirklich noch eine Beleidigung draus stricken. Aber spätestens an Laternenpfeilen oder an irgendwelchen Hauswänden, wo nur drauf steht, Andi, du bist so ein Pimmel, fällt der Beleidigungsempfänger einfach weg. Da ist nicht mehr objektiv belegbar, welcher Andi damit gemeint ist. Denn auch wenn das der Pimmel-Andi vielleicht gerne hätte, er ist nicht der einzige Andi oder Andreas aus Hamburg. Da gibt es noch ein paar mehr. Wenn er sich angesprochen fühlt, dann ist das sein Problem. So, dann kann er sich da auch beleidigt vorkommen. Die Sache ist, es ist in dem Fall dann eben keine objektive Beleidigung mehr, weil nicht klar hervorgeht, an wen sich diese Beleidigung richtet. Ich glaube, das muss man auch keinem erklären, das ist logisch. Wenn da nur drauf steht Andi, ja, wie gesagt, es gibt Dutzende Andis. Wenn da jetzt noch der Nachname dabei stehen würde und vielleicht noch du Insenator oder so, dann könnte man sagen, okay, jetzt ist da ein Empfänger zumindest vorhanden. Ob das jetzt nun eine justiziable Beleidigung ist, ja, kann man aber ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Aber das alles war ja nicht. Es stand ja wirklich nur der Vorname Andi drauf. Und das ist noch ein Spitzname, das ist ja nicht mal ein richtiger Vorname. So, und nun gibt es ein absolutes Novum, das hat der Spiegel berichtet. Denn die Soko-Wandmalerei gibt auf. Die Polizei will künftig nicht mehr ausrücken, um eben jene Wandmalereien erneut zu überstreichen. Denn es kam natürlich, wie es kommen musste. Die überstrichene Wand, die blieb nicht lange überstrichen. Da wurde dann relativ schnell mit weißer Farbe über diese schwarz überpinselte Stelle einmal mehr Andi, du bist so ein Pimmel geschrieben. Und dann noch drunter noch ergänzt, tritt zurück. So, daraufhin wurde dann bei der Polizei festgestellt, irgendwie, je mehr Aufkleber wir entfernen, desto mehr erscheinen. Je häufiger wir die Wand übermalen, desto häufiger wird sie entsprechend im Gegenzug auch wieder überpinselt. Und man möchte nun aus dieser Spirale aussteigen. Man möchte nun künftig nicht mehr ausrücken, um die Wand neu zu streichen. Also es ist wirklich lächerlich, dass es überhaupt so lange so funktioniert hat. Denn wir haben hier meiner Meinung nach einen ganz, ganz klaren Missbrauch der Exekutive. Da fühlt sich ein Innensenatorchen beleidigt. Möglicherweise deshalb, aber gut, das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber wenn ich mir den Typen angucke und die Handlung oder die ganze Verhaltensweise, das würde passen, da fühlt sich einer beleidigt, tritt eine Riesenwelle los bei der Staatsanwaltschaft, schickt die Polizei da eine Wohnung durchsuchen, wo in anderen Fällen bei einer wirklich handfesten Beleidigungslage mit Beweisen, Belegen, allem Möglichen noch nicht mal ermittelt wird. Also hier offensichtlich Vorteilsnahme, denn ich glaube, jeder kennt das, wer schon mal irgendwas zur Anzeige gebracht hat. Teilweise, ich habe selber mal einen sehr, 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 sehr massiven Betrugsfall angezeigt, habe auch Belege, Beweise, alles angebracht, habe Handynummern der Verdächtigen geliefert, die ich selber organisiert hatte, weil ich da selber ein bisschen 3 Fragezeichen gespielt habe, habe denen also alles gebracht. Die hätten nur eine Abfrage beim Handyanbieter machen müssen, da hätten sie zumindest gewusst, auf wem die SIM-Karte registriert ist, hätten sie entsprechend weiter ermitteln können. Ist jetzt nicht so die große Welt, das war eine deutsche SIM-Karte und das war vor 3 Jahren, also da gab es auch hier schon die Registrierungspflicht für SIM-Karten. Wäre also sehr einfach gewesen, da zumindest einen Ansatzpunkt zu finden, mit wem man mal reden sollte. Ich habe sogar 2 verschiedene Handynummern geliefert, also das hätte es ja noch einfacher gemacht, hätte man nur abgleichen müssen. So, hat man aber nicht. Im Gegenteil, es kam dann noch ein paar Monaten der Brief, ja, Verfahren wurde eingestellt, keine neuen Erkenntnisse. Herzlichen Dank. Wenn ich selber weiter gesucht hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr gefunden. Aber die nette Dame vom LKA hat ja vorher ganz stark drauf beharrt, dass ich es doch selber lassen soll, weil die übernehmen das ja. Ja, ich habe denen, ich glaube, 13 Seiten Hinweise geschickt, alles, was ich rausgefunden habe, wirklich Namen, Telefonnummern, alles Mögliche.
Und dann kam ein paar Monate später, Ermittlungen eingestellt, kein Täter konnte ermittelt werden. Ach so, das geht dann komischerweise nicht. Aber wenn sich Bimmel an die beleidigt fühlt, dann kann die Polizei einreiten bei einem Twitter-Nutzer, wo man deutlich mehr an organisatorischem Aufwand im Hintergrund hat, um überhaupt erstmal rauszufinden, wer ist das und wer wohnt der und wo wohnt der. Das ist aber dann kein Problem. Dann wird losmarschiert, dann wird die Bude auf den Kopf gestellt und dann ist offensichtlich keine Anstrengung zu viel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn es um wirkliche Probleme geht, wo die Polizei sich drum kümmern sollte, weil es auch massiv viele Geschädigte gab in dem Bereich. Ich war da nicht der Einzige. Es ging insgesamt um mehrere tausend Euro Sachschaden, der entstanden ist. Jetzt nicht auf meiner Seite, aber bei anderen Leuten. Wenn es wirklich ein Problem gibt, worum man sich kümmern sollte, mutmaßlich organisierte Kriminalität in den Bandenbereich reingehend, dann, ja, da wird ja nichts herausgefunden, da hat man offensichtlich keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn der Pimmel an die pimmelt, dann muss losmarschiert werden, dann werden die Laternen abgeschrubbt. Es ist wirklich eine absolute Farce. Da wird man abgespeist von der Polizei, wenn es wirklich handfeste Sachen gibt. Und da können viele von euch sicher eigene Erfahrungen einbringen, was ihr da schon erlebt habt. Und sobald ein SPD-Innenminister, Innensenator, der Oberindianer, dem unterstehen die Polizeibehörden, dann plötzlich, dann funktioniert's. Ja, und da will dann einer erzählen, das wäre der normale Ablauf, das hätte nichts damit zu tun, dass es der Innensenator angeordnet ist. Ja, nee, ist klar. So, nun möchte man aussteigen aus dem Pimmelgate, nun möchte man künftig nicht mehr übermalen oder Sticker abkratzen, denn der Pimmel Andi hat wohl auch gesagt, er will künftig nicht mehr bei jedem Vorfall eine Anzeige stellen. Deswegen muss die Polizei ja dann auch nicht mehr dagegen vorgehen. Er hat sich ja da im Vorfeld mit der Staatsanwaltschaft ausgetauscht. Also, Deutschland 2021. Wie absurd kann es eigentlich werden? Oder kann es noch werden? Ja, auf die Frage hat der Pöbel Andi wahrscheinlich mit Ja geantwortet. Also, es ist wirklich lächerlich, wofür die Staatsmacht missbraucht wird. Aber gut, kommen wir erstmal zum Ende. Das Pimmelgate in Hamburg wird nun wohl zur Ruhe kommen, wenn der Andi jetzt nicht mehr jeden anzeigen will, der irgendwo einen Pimmel-Sticker aufklebt oder seine Hauswand mit über so einen Pimmel beschriftet. Dann kommt die Polizei vielleicht auch mal wieder dazu, sich mit echten Fällen, mit echten Problematiken zu beschäftigen. Es mag anstrengender sein, als ein bisschen mit der Zahnbürste an der Laterne zu schrubben, aber dafür sind sie eben eigentlich da. So, weiter geht's nachher auf dem Reisekanal mit dem nächsten Vlog. Ich muss erstmal nach Hause ein bisschen was futtern.